Ich hätte gerne einen Flüsterkompressor. Hab ich aber nicht. Ich habe einen von Einhell. Und der macht einen super Job. Und ist ein bisschen laut. Hinter der Wand, da ist er. Und der Holzdrehwurm, der hat mich da letztens auf eine Idee gebracht. Denn auch wenn der hier hinter der Wand ist, der Kompressor, der gute von Einhell, ist er trotzdem laut. Man hört ihn. Er stört auch manchmal, auch bei den Filmaufnahmen. Ich kann euch das ja mal demonstrieren. Hört ihr das? Und das ist mir zu viel. Ja, und dann kam der Holzdrehwurm, wie gesagt, ins Spiel. Und er hat ein Video gemacht, wie er seinen Kompressor versucht hat, etwas leiser zu machen. Er hat das eigentlich ganz einfach gemacht. Er hat sich im Prinzip eine Art, naja, Büchse davor geschraubt. Aber hat irgendwie bei ihm nicht so ganz funktioniert, obwohl ich schon leiser fand. Also ich fand es wirklich leiser. Übrigens, falls ihr eine Kettensäge hört, das ist der Nachbar da hinter euch. Und dann dachte ich mir, da müsste man da verbessern können. Das muss doch funktionieren. Die Idee ist doch gar nicht mal schlecht. Deswegen habe ich mich mal an den Computer gesetzt. Übrigens, alles, was ich hier jetzt gerade versuche, basiert auf der Theorie, dass hier oben aus dem Luftfilter, im Prinzip der meiste Krach rauskommt. Und deswegen habe ich mir die Maße genommen von diesem Luftfilter und habe mir im Prinzip hier wie so eine Art Kartusche gebastelt. Guckt da nicht so genau rein, das ist ein Prototyp hier. Prototyp? Ein Prototyp. Und an dem musste ich nochmal nachraspeln, damit das alles so funktioniert. Man kann es wahrscheinlich, wenn man es intelligent anstellt, sogar in einem Druck durchrocken. Das sollte eigentlich jeder normale 3D-Drucker schaffen. Das ist jetzt ja keine aufwendige Konstruktion. Ich hatte es zweigeteilt gemacht, weil ich erstmal gucken wollte, ob das passt. Und das passte. Und dann wollte ich gucken, ob das passt. Und das passte nicht. Und dann habe ich es angepasst und jetzt passt alles irgendwie zusammen. Aber wie funktioniert jetzt so ein Schalldämpfer? Naja, wenn man sich so einen Schalldämpfer anguckt, von zum Beispiel von einem Gewehr oder von einer Pistole, die sind ja auch so aufgebaut. Ihr habt ja auch dieses übelste Teil, ihr habt die Pistole jetzt vorne dran und dann habt ihr halt vorne diesen Schalldämpfer. Und dieser Schalldämpfer, der macht ja nichts anderes, als dass der durch die Löcher die Luft in den Zwischenraum dann hier lässt. Also hier entsteht ja dann so ein Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum hier dazwischen ist dann halt ein schallschluckendes Medium. Nennen wir es Wolle oder irgendwie sowas oder diese Dämmwolle zum Beispiel. Und da wird im Prinzip werden die Schallwellen geschluckt. Denn der Schall, der kommt ja nicht geradlinig hier raus, ne? Sondern der breitet sich ja in solchen Wellen aus. Und in dem Moment, wo der so eine Wellen macht oder so eine Beugung macht, wird er natürlich nach oben und nach unten abgeleitet. Wenn hier keine Löcher drin wären, dann würde der Schall im Prinzip hier drin so einen Zickzack machen. Dann würde der sich so zickzackmäßig nach vorne bewegen. Und genau diese Zickzackbewegung, die wollen wir auffangen, hier drin sammeln, in diesen Stoff, der da hier drin sein wird dann später, und wird geschluckt. Jetzt sagst du vielleicht, hey, ich habe keinen 3D-Drucker. Ja, ist nicht schlimm. Man kann es auch ohne 3D-Drucker machen, indem du einfach ein DN50-Rohr nimmst. Das sollte nämlich eigentlich erst bloß ein Adapter werden auf dem DN50-Rohr. Ich hatte erst gedacht, ich mache mir mit einem DN50-Rohr. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt leider kein gerades Stück mehr gefunden, aber der Plan war eigentlich, so ein gerades DN50-Rohr, da die Löcher überall durchzubohren und das auf den Filter aufzustecken. Was nicht funktionierte, denn im Prinzip die Größe hier vorne ist ja jetzt von meinem Luftfilter, von der Außendurchmesser und das ist ein DN50. Also brauchte ich einen Adapter und da kam mir dann die Idee, kannst du dir erdrucken, hätte ich jetzt so einen Adapter gehabt. Und so wie ich den Adapter gedruckt habe, kam mir die Idee, eigentlich kannst du ja schon den Schalldämpfer aus dem 3D-Druck basteln. Also ihr seht, man kann es auch ohne 3D-Druck machen. Ihr müsstet im Prinzip nur zwei Holzscheiben nehmen. Die eine Holzscheibe macht ihr mit dem Durchmesser innen, also innen, einen Innendurchmesser gelochsägt in der Größe von eurem Luftfilter und einen Außendurchmesser, also dass ihr quasi wie so einen Ring habt, von einem DN100-Rohr. Und dann macht ihr das gleiche nochmal, dass ihr nochmal einen Außendurchmesser nehmt von einem DN100-Rohr und dann den Innendurchmesser hier vom DN50. Dann klebt ihr die zwei Scheiben quasi zusammen und dann habt ihr einen Adapter und dann könnt ihr euch im Prinzip aus einem DN50-Rohr die ganzen Löcher reinmachen, zack, zack, zack. Und als Außenrohr habt ihr den DN100 und könnt damit dann, dann habt ihr diesen Zwischenraum, den ihr dann füllen könnt. So, jetzt wollen wir es jetzt nur noch den füllen. Wir müssen diesen Zwischenraum füllen. Ich weiß überhaupt nicht mit was. Ich muss mir erstmal was suchen. Das ist alles nicht so das Richtige, wie ich es bräuchte. Das passt alles nicht so richtig. Ob Schaumstoff funktioniert?
Ich habe hier noch von einem alten Aquariumfilter Schaummatten. Ich meine, die kann ich eh nicht mehr ins Aquarium setzen, aber ich glaube, damit probiere ich es. Ah, coole Idee. Vor allem habe ich davon genug. Und übrigens, die Idee mit dem Adapter auf DN50 ist noch nicht verworfen, denn ich habe vor, zum Schluss das Rohr, das ist ein bisschen weit, aber so ungefähr so mit drauf zu stecken hier, so. Dann habe ich ja nochmal so eine, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt müssen wir aber das irgendwie erstmal hier zusammenbasteln. Das geht ganz schnell. Ja, so sieht das aus. Sehr schön, oder? Also mir gefällt's. Jetzt muss ich das irgendwie da reinstopfen, ne? Und vielleicht abschneiden oder so. Ja, ich schneide einfach mal. Ich habe ja genug da. Ich hätte ein bisschen mehr abschneiden sollen. Das wird eine ganz schöne Fummelei. Das ist nicht so mein Thema. Wir machen natürlich dann auch Messungen, um einen Vorher-Nachher-Effekt entweder nachzuweisen oder eben nachzuweisen, dass es den nicht gibt. Lautstärkemessung. Ich suche mir jetzt eine schöne App, mit der wir die Lautstärke messen können, die halbwegs irgendwie gut funktioniert. Schallmessung mit Werbeanzeige soll mir egal sein. Die nehmen wir, die hat 4,7 Bewertungen und damit kann man was schön sich anzeigen lassen. Dann machen wir erstmal eine Vorhermessung. Ich glaube nicht, dass die App hier Tatsache den wirklichen Wert wiedergibt. Darum geht es aber auch nicht, sondern es geht eher so um den Unterschied, ob das was bringt. Ne? Ob da wirklich irgendwie, ob da was bei rumkommt bei der ganzen Geschichte. So, wenn die hier fertig ist mit installieren, machen wir erstmal eine Trockenmessung, dann mit Schalldämpfer eine Messung und dann bin ich gespannt. Und jetzt müssen wir nochmal testen, ob die Lautstärke richtig gut funktioniert oder ob nicht. Dann gucken wir uns mal ganz kurz den Versuchsaufbau an. Und zwar haben wir da festgemacht, das Telefon mit dem Schallpegelmesser und dann ungefähr Entfernung 1,50, 1,80. Hier unten ist der Kompressor und da kommt jetzt der Schalldämpfer gleich dran. Aber erstmal messen wir ganz normal ohne Schalldämpfer. Sportlich. Ja, das ist so der Faktor bei einem Prototypenstatus. Wollte ich gerade das hier aufstecken und musste leider mit Entsetzen feststellen. Passt nicht. Das ist definitiv zu groß. So rum. Das ist definitiv zu groß. Passt hier nicht rein. Habe ich mich wahrscheinlich vermessen. Das ist ja auch nicht viel. Das ist ein Millimeter oder 2 Millimeter oder sowas. Ist aber zu viel, um das auch wegzuraspeln hier drin. Dann habe ich hier keine Wandung mehr. Könnte ich mir natürlich jetzt wieder einen Adapter drucken. Einen Adapter von dem auf einen Adapter drucken. Mache ich jetzt aber erstmal nicht, weil ich will jetzt die Tatsache wissen, ob es was bringt oder ob nicht. Und dann muss der Kumpel halten. Oder besser gesagt, helfen. So, ganz ehrlich, wie viele von euch haben gerade gesagt, ja, das ist typisch Martin. Das ist typisch Martin. Jetzt wieder rumfuschen hier. Nein, mache ich natürlich nochmal ordentlich. Aber für den Versuchsaufbau muss es jetzt einfach mal so gehen. Weil wenn es nichts bringt, brauche ich ja auch nicht nochmal neu drucken. Bauschaum und Gafferband. Das sind so ein bisschen meine Lebensretter. Jetzt können wir aber testen. Das ist die Hauptsache. Handy hängt immer noch an derselben Stelle und wir probieren jetzt mal einen Versuch, aber ohne mein DN50 vorne, einfach mal so.
Das war für mich genau dasselbe. Kein Unterschied, nicht einen Millimeter. Ich mache jetzt nochmal diese Dingens hier vorne drauf. Und wir probieren es damit nochmal. Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Also das funktioniert nicht, glaube ich. Wenn du noch eine Idee hast, wie man das vielleicht noch verbessern könnte oder doch noch irgendwie zu einem Erfolg führen könnte, sag Bescheid, sag mir bitte gerne Bescheid. Ich glaube es aber nicht. Warum? Weil es hat sich eigentlich vom Ton nicht wirklich was getan. Also 1-2 Dezibel, ja, huhuhu. Wenn das wirklich so einfach wäre, meine Theorie ist ja immer, ich glaube ja immer noch an das Gute in den Herstellern. Meine Theorie ist, wenn es so einfach wäre, würden es die Hersteller wahrscheinlich machen. Denn mich hat das jetzt mit dem 3D-Druck 2 Euro oder sowas gekostet, das Teil. Wenn die das in Massenware herstellen mit Tiefdruck und ja, Tiefdruck, Tiefziehen oder wie auch immer, Spritzguss, keine Ahnung, wie man sowas jetzt machen würde, da kostet die das vielleicht 50 Cent so ein Teil, ne? Warum sollten die das dann nicht dranhängen und dann sagen, ey, wir haben den Kompressor, das wäre ein riesen Marktvorteil, wenn jetzt so ein normaler Otto-Normal-Kompressorhersteller kommt und sagt, ey, 100 Euro der Kompressor und es ist ein Flüsterkompressor und du bezahlst eben halt nicht 500 Euro von Implotex, heißen die, glaube ich, ne? Du hast halt nicht diesen Leistungsverlust, weil wenn man guckt, die Flüsterkompressoren, die sind natürlich auch immer ein bisschen schwächer auf der Brust, ihr müsst schon mehr investieren bei gleicher Leistung, nur damit sie leiser sind. Macht ja auch seinen Sinn, you get what you paid for. Ich glaube nicht, dass da noch viel zu machen ist an der Sache und deswegen würde ich das Projekt komplett begraben wollen. Ist halt einfach so, man muss auch manchmal seine Projekte einfach mal zu Grabe tragen, wenn sie einfach nicht passen. Aber wenn du natürlich der Meinung bist, dass ich hier komplett auf dem Holzweg bin und du vielleicht die mega Idee hast, wie man so einen Kompressor leise machen kann, ohne den jetzt komplett einzubauen in einen Kasten und Schalldämmung überall rein und hast du nicht gesehen. Wenn du da eine Idee hast, sag mir Bescheid. Vielleicht liegt es auch an dem Schaumstoff. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin noch offen. Also ich werde es nicht mehr aktiv weiterverfolgen. Aber wenn von euch noch ganz viel Input kommt, kann ich mir vorstellen, dass ich das Projekt nochmal anfasse und nochmal weiter teste und weiter probiere. Also wenn du da eine Idee hast, schreib es mir unten in die Kommentare. Und wenn du wissen möchtest, ob das Thema nochmal ein Thema wird hier auf meinem Kanal, dann ein kleiner Tipp, einfach mal Kanal abonnieren, Glocke unten aktivieren, kriegst eine Benachrichtigung. Wenn es zum Beispiel mal wieder darum geht, ob man einen handelsüblichen, preiswerten Kompressor, der an sich einen guten Job macht, noch leiser machen kann, mit ganz einfachen und ganz kostengünstigen Mitteln. In dem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, winke, winke, macht's gut, und bei euer Martin von Martin. Macht's bis zum nächsten Mal, haut rein! Alexa, wie wird das Wetter heute? In Briest beträgt die Temperatur 11 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich Wolken und Schauer mit einer Höchsttemperatur von 11 Grad und einer Tiefsttemperatur von 8 Grad. Habt noch einen schönen Tag. Danke, du auch.